Es gibt Dinge, die wissen wir nicht über unsere Eltern und es würde uns sehr helfen, gerade auch emotional, wenn wir diese Dinge wüssten. Sie sind Menschen mit ihren eigenen ungelösten Trauma und Überzeugungen über ihren Selbstwert, der oft nicht gerade positiv ist. Du musst sie nicht überzeugen, dass sie Trauma haben, damit du heilen kannst. Sie können in ihrem Glauben bleiben, dass sie alles richtig machen und du kannst trotzdem heilen. Du kannst sie lieben und gleichzeitig verletzt sein. Du kannst sie nicht heilen. Solange sie nicht bereit sind, sich zu öffnen, kann niemand sie heilen, außer sie selbst. Der nächste Punkt ist, dass sie nicht für deine Heilung verantwortlich sind. Wenn du in die Heilung gehst, kann es sein, dass du emotionale Trigger bei ihnen auslöst. Das heißt, dass sie sich von dir getriggert fühlen. Der vorletzte Punkt ist, ihre Meinung über dich basiert auf ihrer eigenen Wahrnehmung von sich selbst. Und der letzte Punkt ist, du bist nicht für ihre Ehe verantwortlich.